lernt pausenlos für gute Noten. Der Preis? Ständige Kopfschmerzen und die totale Erschöpfung. It's a shame. The rules change, not the game. Such a shame. Hallo mein Schatz, wie war's? Das Mädchen ist 10 und geht auf ein zweisprachiges G8-Gymnasium in Frankfurt. Ihr Leben ist getaktet wie bei einem Manager. Die Woche hat 45 Arbeitsstunden. Jetzt esse ich was und dann lerne ich bis 8 Uhr. 5 Stunden? Mhm. Hast du überhaupt noch Zeit, irgendwie zu spielen oder so? Nein. Ich muss 2 Sprachen lernen, also einmal Englisch und dann einmal Spanisch. Und dann haben wir Geschichte auf Englisch und Religion. Mia, komm. Ich hab dir den Tiger mitgebracht. Komm mal her, komm. Mia, erzähl, was war los? Was heute nicht gelaufen? Mias Mutter ist alleinerziehend und ebenfalls viel beschäftigt. Sie führt eine Agentur für exklusive Reisen mit internationalen Kunden. Warum haben Sie gerade diese Schule ausgewählt? Ich dachte eigentlich, dass ich meinem Kind dadurch eine gute Basis gebe für später. Englisch ist die Sprache überhaupt, die man fließend sprechen sollte. War das Grammatik oder was war das? Grammatik. Ah ja, aber das, guck mal, du musst dir auch dir einfach mal ein bisschen Zeit geben. Das lernt man doch noch. In Hildesheim lebt die 14-jährige Lea. Auch sie besucht ein G8-Gymnasium und auch ihr Leben ist ganz auf Leistung ausgerichtet. Lea weiß schon seit der Grundschule, dass sie für eine erfolgreiche Zukunft auch optimale Schulnoten braucht. Für Leas Geschwister spielt Leistung noch keine Rolle. Ihre Mutter stellt auch gar keine übersteigerten Forderungen. Trotzdem lernt Lea ununterbrochen. Setz dich doch mal hin. Setz dich jetzt mal hin, bitte. Ja, gut. So. Bitte schön. Guten Appetit. So, jetzt leg ich mal das Buch da weg. Nee, das reicht jetzt. Nee, ich will das nicht mehr. Ich packe es jetzt an die Seite. Das bleibt da liegen. Dann packe ich es weg. Entweder du packst es selber weg oder ich pack's weg. Kannst du dir aussuchen. Nee, irgendwann ist gut. Machst du das jetzt mal bitte? Davon wird es auch nicht besser. Du kannst es selber wegräumen. Nee. Mehrmals pro Woche klagt Lea über Stresssymptome und ist damit nicht die Einzige. Laut Studie der Uni Lüneburg leiden fast 30% aller deutschen Schüler unter Leistungsdruck. Der äußert sich in Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Ich bin schnell genervt, kann eigentlich gar nicht mehr wirklich mit mir reden lassen, weil ich in dem Moment eigentlich völlig auf die Schule fixiert bin. Ich fühle mich noch unter meiner eigenen Kontrolle, aber ich fühle halt, dass irgendwas auf mich einwirkt, auf das ich keinen Einfluss habe. Und irgendwas, was sich auch nicht so einfach beeinflussen lässt. Leas Mutter kennt die Grenzen ihrer Tochter. Ja, ich sehe ganz einfach, dass sie halt schon ihre Momente hat, wo sie halt sehr erschöpft ist. Und ja, aber auf Teufel komm raus, einfach wieder sich hinsetzt und sich keine Pause gönnt und weitermacht und ja, so ein ungesundes Maß an Ehrgeiz hat, dass sie vielleicht doch auch krank macht. Und das will ich nicht. Was steht am Ende der Leistungsspirale? Ausgebrannt schon mit 14? In der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bonn landen immer öfter Schüler, die unter so extremem Leistungsdruck stehen, dass sie nicht mehr leben wollen. Claudia Mahnert besucht ihre Tochter Ilka. Sie ist seit 3 Wochen in der Klinik. Der Druck, optimale schulische Leistungen zu vollbringen, trieb die Realschülerin in eine Erschöpfungsdepression. Die Mutter ist noch immer fassungslos. Ich kann es nicht sagen, wodurch die Bombe so geplatzt ist bei Ilka. Das hat mich, mich hat's überrollt. Geht's dir gut hier? Ja, schon. Ja? Ich fühle mich ganz wohl. Fühlt sich wohl? Ja. Kommst ein bisschen runter von deinem Stress? Ja. Ja? Das ist schön. Ich würde aber trotzdem erst lieber nach Hause. Ich weiß halt, dass Ilka sehr ehrgeizig ist. Ja, sie möchte gute Noten haben.
Sie möchte ordentlich ihr ein anständiges Zeugnis mit nach Hause bringen. Den Druck würde ich ihr aber gar nicht machen, um zu sagen, du musst jetzt Einsen und Zweien schreiben. Gar nicht. Das ist die Beste. Mhm. Okay. Ich stelle den anderen schönen Grüße. Mach ich, ne? Mach ich. Tschüss, meine Liebe. Die Klinik hat Ruhe verordnet. Der Unterricht ist pro Tag auf 2 Stunden beschränkt. Für die 15-Jährige eine Herausforderung, nicht länger lernen zu dürfen. Mit dem Erfolg, dass ich jetzt hier halt eigentlich auch viel ruhiger bin. Ich denke nicht so viel an die Schule. Und ich denke mal in der Schule, dass es dann auch so ist, dass ich halt auch ein bisschen ruhiger an die Arbeiten dran gehe. Und dass ich halt auch versuche, mich nicht so direkt wieder so zu stressen. Ich habe ja darüber auch viel mit den Therapeuten geredet und so. Trotz Realschule, die schulischen Anforderungen sind überall gestiegen. An den Gymnasien hat sich zudem der Druck enorm erhöht, seitdem die Schulzeit auf 8 Jahre verkürzt wurde. Mia ist auf einem privaten Frankfurter G8-Gymnasium, an dem fast alles auf Englisch unterrichtet wird. Die 10-Jährige ist eine sehr gute Schülerin, doch um das Pensum zu schaffen, muss Mia täglich Nachhilfestunden nehmen. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht. Okay. Wie war denn die letzte Woche? Ja, es ging. Ja. Mathearbeit? Nee, Englischarbeit. Englischarbeit. So Germany has yes. Seas, mm-hmm. Rivers, mm-hmm. Mountains. Mountains. Have you ever been to the German mountains? Yes. Did you go skiing? No. No. Okay. Wie ist denn das bei deinen Mitschülern? Lernen die auch die ganze Zeit Englisch? Die hatten 4 Jahre Englisch und die hatten auch Mathe in Englisch. Und deswegen sind die auch schon viel weiter. Ach du Schreck. Ja. Und merkst du das auch so im Vergleich zu ihnen? Oder hast du jetzt schon so viel aufgeholt, dass du ungefähr so den gleichen Stand hast? Nein, ich merk das schon. Was merkst du? Also, dass die viel besser sind und dass die da halt das schon alles können und ich halt noch nicht. Wenn Mias Mutter abends von der Arbeit kommt, hat Mia den ganzen Tag nur mit Lernen verbracht. Wie lange hält ein Kind das durch? Michelsen-Schule in Hildesheim. Lea war ein paar Tage krank und muss nun eine Arbeit nachschreiben. Wirklich fit ist sie noch immer nicht, aber will sich keine weiteren Fehlzeiten mehr erlauben. Sie würde sonst zu viel verpassen. Die Aufsicht hat ausnahmsweise der Direktor Dr. Rudolf Schäffer übernommen. Aus personellen Gründen findet das Nachschreiben in seinem Unterricht statt. Jetzt Zeit, hat der Plochmann gesagt, 60 Minuten. Ich achte ein bisschen drauf, teilt euch das ein. Okay? Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe da richtig viel für gelernt, die ganzen Formeln, die Umstellung von den Formeln. Das ist wirklich schwierig, das alles so auf die Reihe zu bekommen. Mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich mir die Arbeit so angucke. Und ja, ich werde sehen, was das jetzt wird. Was musst du unbedingt schaffen? Was ist dein Ziel? Eine 2 wäre schon nicht schlecht. Perfekte Leistung um jeden Preis, selbst wenn die Krankheit noch nicht auskuriert ist. Lea und ihre Mitschüler haben stets eine Notfallapotheke dabei, um mit Schmerztabletten wieder gut zu funktionieren. Mit vollster Konzentration versucht Lea, ihr hohes Leistungsziel zu erreichen. Zu gleicher Zeit unterrichtet Dr. Schäffer Schüler seiner 11. Klasse weiter. Ich würde sagen, auf jeden Fall brauchen wir eine PowerPoint-Präsentation. Das macht einfach mehr her. Auch die Jungen stellen hohe Ansprüche an sich selbst. Doch sie nehmen eher mal schlechte Noten in Kauf. Trotzdem, Leistungsdruck ist auch für sie spürbar. Ich denke, dass Leistung halt sehr wichtig ist. Das wurde ja von früher an ja schon beigebracht, von zu Hause aus. Auch ist ja so, dass gute Leistung Spaß macht. Zum Beispiel, wenn man gute Klausuren wiederkriegt, dass man sich dann freut über die Arbeit. Das Leben besteht nun mal sehr aus Leistung. Es kommt ja auch überall rüber. Das ist ja das, danach wird ja gestrebt in dieser Gesellschaft. Und ich meine, wenn es ein Kern dieser Gesellschaft ist, dann sollte man sich dem vielleicht auch anpassen. Dr. Schäffer ist seit 35 Jahren an der Schule und weiß, was fehlt. Das kann auch nicht das Ziel der Schule sein, dass wir das Bild vermitteln, dass Leistung das Einzige ist, was im Leben zählt. Sondern es muss auch darum gehen, dass die Schüler in ihrer Persönlichkeit gefördert werden. Bundeszentrale für politische Bildung. Ganz genau. Da gibt's auch so. Mia, aufwachen. Frankfurt, 6.30 Uhr in der Früh. Die kleine Mia schläft so fest, dass sie weder ihre Mutter noch das Filmteam bemerkt. Wir müssen aufstehen, mein Schatz. Passiert das öfter, dass die Mia nicht wach wird? Jeden Morgen muss ich bestimmt 20 Minuten versuchen, sie zu wecken. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Ja, weil sie einfach so völlig erschöpft ist. Und dann,
wenn sie dann endlich mal zur Ruhe kommt, dann hat sie so einen tiefen Schlaf, dass man sie dann kaum wach bekommt. Ich habe Bauchschmerzen. Ach nein, nicht schon wieder. Und mir ist übel. Ach Schatz, du kannst doch nicht jeden Tag Bauchschmerzen haben. Na gut, dann bleibst du im Bett liegen und dann sage ich dann, dass du jetzt nicht kommst, ja? Ja. Dann bleibst du zu Hause heute, okay? Dann gehe ich jetzt mal und mache dir eine Wärmflasche. Das Thema Schule beherrscht den Alltag vollkommen. Mias Mutter sucht nach einem Ausweg. Wie weit geht es? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie stark leidet das Kind? Was leidet noch alles darunter? Und wo fängt man an und sagt, so bis hierhin und nicht weiter? Ja? Ilka ist mittlerweile seit 4 Wochen in der Bonner Klinik. Doch die Angst, immer mehr Schulstoff zu verpassen, drängt sie zur vorzeitigen Entlassung. Ihre Therapeutin Christina Weingarten gibt der 15-Jährigen letzte Tipps zur Entspannung mit auf den Weg. Du sagst, Lesen hilft und Musik hören. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich denke mal auch so überhaupt so Sachen, so, die mit Entspannung zu tun haben. Ach. Wenn ich so mit der Mama kochen kann oder backen kann oder so, ja, das lenkt mich dann auch wieder ab. Ja, also ich denke mal. Die Chefärztin der LVR-Klinik Bonn, Dr. Judith Sinzig, ist gekommen, um sich von Ilka zu verabschieden. Denn heute wird das Mädchen entlassen. Ich wollte mal nach dir schauen. Ja. Ihr seid mitten im Gespräch, hm? Richtig. Ja. Ja, wir haben halt darüber gerade noch geredet, was ich halt machen kann, wenn es mir halt nicht so gut geht in manchen Situationen. Wie ich mich davon halt auch ablenken kann. Und jetzt gerade waren wir halt dabei, uns Sachen zu überlegen, was ich machen kann mit meiner Familie. Wird Ilka auch zu Hause mit dem Leistungsdruck umgehen können, wie sie es in der Klinik gelernt hat? Ilkas Familie ist skeptisch, was Ilkas Rückkehr in die Schule betrifft. Doch die Freude ist groß. Ilka ist wieder zu Hause und wird von Schwester Mara begrüßt. Der Vater muss arbeiten. Wie geht's dir? Gut, das ist schön. Dann setz dich mal. Endlich wieder meine Möbel, mein Bett. Oh, aber dieses Bett, das hat so gequietscht, das ist so schlimm. Ich habe mich bewegt und dreht so das ganze Bett so. Dann lassen wir es noch schön langsam angehen, ne? Gehst morgen noch nicht in die Schule. Hä? Ja, okay. Hab ich mir gedacht. Oder wolltest du sofort morgen schon loslegen? Ja, hatte ich eigentlich auch schon gedacht. Nee. Ja, dann verpasse ich ja noch mehr. Ilka, ich denke mal, einen Tag mehr oder weniger, das ist jetzt dann auch nicht so dolle. Ich werde schon irgendwie versuchen, mir so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen. Aber ich habe schon vor, dass ich jetzt auch wieder anfange zu lernen. Das konnte ich jetzt den Monat lang nicht mehr wirklich. Eine fatale Situation. Ilka muss den Anschluss finden und den Stoff von 4 Wochen nachholen. In Hildesheim ist für Lea nach 8 Stunden Unterricht der Schultag noch längst nicht vorbei. Die 14-Jährige belegt Nachmittagskurse, zum Beispiel eine Radio-AG. Ab in die Schnittplätze und los geht's. Der eng getaktete Terminplan lässt kaum Zeit für Mußestunden oder Treffen mit Freundinnen zu. Ich merke halt auch irgendwie, dass es mir manchmal ein bisschen zu viel wird. Und ich merke es halt so, ich schlafe nicht mehr so gut, beziehungsweise ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr die Motivation, irgendwas richtig zu tun. Okay, noch 5 Sekunden. Emma, du weißt Bescheid. Jinglebank. 3, 2. Jetzt auf Radio Tonkuhle. Das Schülerradio der Michelsenschule. Heute für euch im Studio Emma und Lea. Und wir begrüßen euch heute ganz herzlich. Die Radiosendung ertönt live über den Äther. Ein bewusst ausgewählter Kurs, weil er bereits der beruflichen Karriere dienen könnte. Ich denke mal, auf alle Fälle wird es hilfreich dabei sein, wenn man in der Richtung schon Erfahrungen sammeln konnte. Gerade auch, weil ich mich dafür interessiere und ich es mir später gut vorstellen könnte. Ihr moderiert bitte ins Lied rein. 3, 2. So, liebe Hörer, das war unser Schülerradio. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und aus. Das war's. Um 17 Uhr ist Lea endlich zu Hause. In den nächsten 3 Stunden wird sie Hausaufgaben machen und für Klausuren lernen. Sie hat ihre Physikarbeit zurückbekommen. Rat mal, was ich habe. Keine Ahnung. 2. Das ist super. Aber dann kommt noch 1 vorbei. Ach, ist doch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, gut. Ja. Ja, es ist halt einfach ärgerlich. Ja, du musst auch mal mit irgendwas zufrieden sein. Ich möchte nicht die Beste sein, das kann man nicht immer erwarten. Aber
Ich bin natürlich schon daran interessiert, dass ich gute Noten schreibe. Einfach auch, damit ich eine Rechtfertigung habe und damit ich sehe, dass das, was ich gelernt habe, dass das alles auch was gebracht hat und dass es halt nicht umsonst war. Vielleicht lebt Lea nach dem Vorbild ihrer Mutter, immer leistungsbereit zu sein. Denn vor einigen Jahren hat Leas Mutter ununterbrochen gearbeitet und schonungslos funktioniert, bis sie zusammenbrach. Ich achte da schon sehr sorgsam drauf, auf die Signale, zumal ich sie halt selber kenne. Mir ist halt wichtig, dass ich ihr helfe, die zu erkennen, eben gerade weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie es halt auch enden kann, wenn man über Jahre hinweg die Signale ignoriert. Deshalb möchte Leas Mutter einen Experten aufsuchen, aus Angst, dass auch Lea irgendwann nicht mehr kann. Mias Mutter zieht die Notbremse. Auf der Suche nach einem neuen Gymnasium hat sie heute einen Beratungstermin in der Bettinerschule. Das Frankfurter Gymnasium ist von G8 auf G9 zurückgekehrt, um stressfreieres Lernen zu ermöglichen. Und trotzdem bleibt laut Direktorin Ulrike Ulrich-Baumann der Leistungsdruck auch weiterhin für viele Schüler ein Thema. Ja, ich habe ein bisschen gespürt, dass es dringend für Sie und Ihre Tochter, das ist Mia, ne? Ihre Tochter genau. Heißt Mia, ne? Ist. Es ist eine bilinguale Schule und der Druck, der dort aufgebaut wird, ist einfach zu groß. Mia schafft das Pensum überhaupt nicht, wobei sie von der Schule kommt, die einen sehr, sehr hohen Standard haben. Mia sagt mir, dass sie ihr Leben hasst, dass sie unglücklich ist. Also wo soll das hinführen? Ich kann nicht täglich mit ihr sitzen und 3 Stunden mit ihr Hausaufgaben machen. Den Druck, den sie selber an sich stellt, der ist einfach so immens, dass sie total unglücklich ist. Das klingt natürlich jetzt doch schon ziemlich dramatisch. Ja. Und mich macht das auch ziemlich betroffen, wenn ich mir vorstelle, man startet im 5. Schuljahr in so eine 8-jährige oder 9-jährige Gymnasialzeit und beginnt im Grunde mit so einem belasteten Start. Mir könnte sich ja mal eine Klasse anschauen, könnte mal zum Hospitieren kommen, damit sie so das Gefühl bekommt, wie geht's hier an der Bettinerschule anders zu. Ja? Wir merken das im Sekretariat, wie viele Kinder kommen mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, ohne dass sie wirklich jetzt ernsthaft erkrankt sind, wo man sich dann die Frage stellt, was ist es eigentlich, warum Kinder jetzt schon ab dem 5. Schuljahr doch unter so einer Situation, schulischen Situation leiden? Leistungsdruck ist Studien zufolge zum Massenphänomen geworden. Allein für 52% aller Familien gilt das Abitur als das Mindeste für den Nachwuchs, ob mit oder ohne Gymnasialempfehlung. Der Dauerstress ist vorprogrammiert. Mias Mutter dachte an die Zukunft ihres Kindes und wollte nur das Beste für Mia. Nun aber stehen die Bedürfnisse ihrer Tochter im Mittelpunkt. Kurier gleich rüber, okay? Ich bin gleich da. In Bonn wartet Ilkas Mutter auf die Ankunft ihrer Tochter. Heute war Ilkas erster Schultag. Hallo Ilka, wie war's in der Schule? Ja, wie ist's? Was ist los? Ja. Na, setz dich mal hin. Ich mach dir dein Essen warm. Dann kriegst du was zu essen. Nee, ich will nichts essen. Wie, du möchtest nichts essen? Nee. Warum nicht? Mutter und Schwester Mara haben sich extra freigenommen, um Ilka an ihrem ersten Schultag zu unterstützen. Der Vater ist auf Dienstreise. Was ist los? Erzähl, wie war's? Das ist alles viel zu anstrengend. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Was? Musst du die Klausuren jetzt alle schreiben? Ja. Alle hintereinander weg? Auch morgen. Ich muss morgen direkt Englisch schreiben. Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Nee, ganz ehrlich, das ist mir erst zu viel. Okay. Ich hab Ruhe. Ilka? Mach dich da mal nicht so verrückt. Vielleicht lässt sich da ja wirklich mit denen reden. Und dann setzen wir uns zusammen hin und lernen für die einzelnen Fächer, okay? Ich kann aber nicht in der kurzen Zeit so viel lernen. Kannst du auch nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich lerne normalerweise für eine normale Englischarbeit locker 2 oder 3 Wochen vorher schon. Ich fange mich komplett neu an. Manchmal schreibe ich mir ein komplettes Englischheft neu. Ich weiß doch selber nicht, was ich jetzt machen soll. Ilka? Ihr wisst doch gar nicht, wie es in so einer Situation ist, ganz ehrlich. Komm mal her. Trink mal den Tee. Tu die Schule mal ganz aus dem Kopf. Ganz weg. Und die Strategie deiner Mutter wäre ja jetzt einfach nicht an die Schule zu denken, Tee zu trinken. Das kann ich nicht. Also,
Das geht gar nicht. Nee. Nee, also, wenn nach diesem Stress, da gibt's eigentlich fast gar keinen anderen Gedanken mehr, außer dieser einen Schule. Es ist zwar schon vorher so, wenn ich normal eine Arbeit geschrieben habe, dass ich dann wirklich nachts aufgewacht bin und da wirklich dran gedacht habe, so, ja, was hast du noch nicht gelernt, was kannst du noch nicht? Sie ist halt auch das jüngste Kind in der Familie und sie hatte selber immer schon den Anspruch, quasi mit den Älteren mithalten zu können. Und das hat sich vielleicht dann einfach ja, weiter durchs Leben durchgezogen, dass sie halt immer mit den Besten mithalten möchte und immer noch besser sein möchte, als sie eigentlich schon ist. Ilka noch immer in der Leistungsfalle? Leas Mutter hat ein Beratungsgespräch mit einem Experten vereinbart, der sich mit Leistungsdruck und seinen Folgen befasst. Denn Lea klagt immer öfter über Kopfschmerzen. Professor Michael Schulte-Markwort ist Kinder- und Jugendpsychiater der Uniklinik Hamburg. Man könnte ja eigentlich auch sagen, 2,0 ist doch super gut. Heißt auch gut. Ja, aber sehr gut wäre natürlich noch besser. Mhm. Wie kommt das, dass du denkst, es muss sehr gut sein und gut reicht nicht? Ich bin nicht unzufrieden mit meinen Noten, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass es manchmal einfach besser ist. Einfach, wenn man merkt halt irgendwie, wenn es da noch eine Steigerung gibt, möchte man dann halt doch schon das noch so ein bisschen perfektionieren. Okay. Bist du auch in anderen Bereichen deines Lebens perfektionistisch? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay. Aber man versucht natürlich schon so das Beste aus sich und seinem Leben rauszuholen. Bräuchtest du jemanden, der dir hilft, den Leistungsdruck anders zu bewältigen? Vielleicht. Die Mama hat gerade genickt, habe ich gerade gesehen. Die findet das, glaube ich. Die sucht das ein bisschen für dich, so eine Unterstützung. Ja, weiß ich nicht so. Es ist, glaube ich, für mich jetzt gerade unschwer sozusagen. Das macht dir Angst, ne? Es macht dir Angst, dich dir vorzustellen, das würde dann heißen, du musst weniger leisten. Das macht dir Angst, oder? Ja, das werde ich nicht tun. Das genau, da bist du auch ganz renitent, ja, genau. Bist auch ein starker Kopf, ja. Gut, wenn ich Ihr Kopfnicken eben richtig verstanden habe, Frau Machen, Sie würden sich das wünschen, dass Lea Unterstützung bekommt? Ja, dass man halt auch einfach Ratschläge bekommt, wie man sein Kind halt so ein bisschen auf den Weg lenken kann, dass es selber für sich halt auch erkennt, halt stopp, jetzt ist meine Grenze da oder sie naht. Ich finde im Prinzip das auch nicht so schlecht, wenn Kinder leistungsbereit sind. Und die Alternative sozusagen, die Kindheit nur zu verspielen, das ist, glaube ich, nicht automatisch das, was Kinder brauchen. Aber die Leistung ist so in einem so hohen Wert daneben gestellt worden, dass sie alles andere an die Seite drückt. Und was natürlich bedenklich ist, dass wenn unsere Kinder aufwachsen und das Gefühl haben, dass ihr eigener Wert sich nur über Leistung definiert und nicht über irgendwie so sein oder über Charakter oder über bestimmte Temperamentseigenschaften. Nach dem Gespräch ist beiden klar, Lea braucht Auszeiten, damit der Leistungsdruck nicht zum Dauerstress wird und ihre Mutter mehr Gelassenheit. Ein anderer Blick auf das, was für eine 14-Jährige ebenfalls wichtig ist, hilft da schon. Hast du was Schönes gesehen? Ja. Sag mal ja. Super. Schick, schick. Doch, nee, das mag ich. Das ist hübsch. Und, was kostet das? Sag ich nicht. No. Lea nimmt seit kurzem Tanzstunden. Es gibt noch was anderes als Schule in deinem Leben. Ja, Abschlussball. Inwiefern lenkt dich das ab vom Lernen? Es lenkt mich nicht direkt ab, aber ich denke mal, das ist auf alle Fälle so ein kleiner positiver Gedanke und irgendwie auch was, auf das man sich freuen kann. Und auch was, wo man dann sagt, ja, jetzt gehe ich dahin und alles andere kommt später. Ja, danke. Mia wird heute zum ersten Mal in der neuen Schule in Frankfurt zu Gast sein. Ich bin sehr aufgeregt, mein Herz klopft und ich bin aufgeregt, was für Kinder in meiner Klasse sein werden. Guten Morgen, das ist Mia, sie wird sich sicher gleich für euch mal vorstellen. Und Mia möchte bei euch mal hospitieren und sehen, wie ihr so lernt hier. Dann kannst du dich hier hinsetzen und vielleicht dich mal vorstellen, was deine Hobbys sind, was du gerne machst und noch mal ganz laut deinen Namen sagen. Also ich heiße Mia, ich bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Reiten und mich mit Freunden treffen. Okay, so liebe Klasse, dann hoffe ich, dass ihr Mia ganz herzlich bei euch aufnehmt, bei uns in unserer Klasse. Und Mia, wir machen gerade Mathe. Sieht man hier an der Tafel, wir beschäftigen uns gerade mit Einheiten.
und haben uns gerade überlegt, was kann man in Millimetern messen? Melina. Stifte. Kann man in Millimetern messen, genau. So, und dann schauen wir mal in Metern. Mia, weißt du denn, wie groß du bist? Ja. Dann sag's mal ganz laut. 1,45. 1,45 Meter. Okay, dann kann man das direkt hier notieren. Die Mia haben wir in Metern angegeben. In Bonn geht Ilka bereits seit 2 Wochen wieder in die Schule und übt sich in Gelassenheit. Ilka! Dabei aber fällt sie immer wieder in alte Strukturen zurück. Ilka, was machst du? Hm? Jetzt hast du doch die Klausuren alle hinter dir. Ja, aber trotzdem. Und jetzt würde ich mal eine Pause machen. Klapp die Bücher zu. Weg damit. Ja, ich muss trotzdem mal Aufgaben machen. So. Komm, mach mal was ganz anderes. Ja? Mhm. Möchtest du in die Badewanne gehen? Nee. Willst du einen Film gucken? Nee. Ich glaube, ich lege mich einfach nur auf meinem Bett. Ja. Und dann machst du mal gar nichts. Ja. Ja? Okay? Okay. Also ich versuche Ilka so ein bisschen schon mal rauszuholen und zu sagen, komm, mach mal was ganz anderes, weil die Ilka sich eigentlich im Moment ganz gerne in ihren Büchern vergräbt und da immer ganz gerne mal was macht. Und mal zwischendurch muss man sie halt schon mal rausholen und sagen, komm, mach mal was ganz anderes. Ich glaube eigentlich, dass ich selber da eigentlich nichts machen kann, weil ich dann einfach so vertieft bin und einfach wieder lernen will. Ich glaube, das ist mehr so, dass dann die Leute außerhalb mir dann sagen, ja, hör doch mal auf zu lernen. Oder ich glaube, wenn meine Mutter vor einem Monat oder so reingekommen wäre, ich hätte einfach, wenn sie wieder gegangen wäre, einfach die Schulsachen wieder rausgeholt und hätte weitergelernt. Einfach loszulassen? Für Ilka ist das eine Aufgabe. Doch weiß sie jetzt, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich helfen kann. Mia auf dem Weg nach Hause von der neuen Schule. Wie war dein Schultag? Also, er war toll. Ich habe viele Freunde gefunden und in Mathe, das war auch nicht anstrengend. Und dann hatten wir Deutsch und da haben wir Gedichte gelesen und ja. Welches Gefühl hast du jetzt für die neue Schule? Besser, also jetzt nicht so stressig oder so. Noch fliegt der 10-Jährigen alles zu, weil der Unterrichtsstoff für sie bloße Wiederholung ist. Und die anderen Mädchen in der Klasse sind nett? Ja. Ja? Und geht da auch eine von zum Reiten oder ja, haben die keine Fan? Echt? Ja, muss mal was ausmachen, dann könnt ihr ja vielleicht zusammengehen. Ja. Hm? Und wie ist mit Mathe? Auch einfach. Ja, weil wir machen gerade eben Gewichte noch. Und das hatte ich ja alles in der anderen das Schule. Das hast du ja alles schon gelernt, gell? Ja. Mhm. Na dann war das doch eine gute Entscheidung, oder? Ja. Natürlich ist man als Mutter glücklich, dass das Kind jetzt irgendwie wieder Spaß hat und nach Hause kommt und sich freut und keine Angst mehr vor der Arbeit hat. Und es ist natürlich alles viel entspannter fürs ganze Familienleben. Ne? Schüler in der Leistungsfalle. Mia und die anderen kennen den Preis und haben dabei erfahren, wie wichtig es ist, eine Balance zu finden zwischen Lernen, Lust und Lebensglück. The fishing boat set out upon